So, schönen guten Morgen. Mein Name ist Ralf Stockmann, ich leite das Referat für Innovationsmanagement an der Staatsbibliothek und das ist mein Kollege Felix Ostrowski, der bei mir Sachgebietsleiter ist für Online-Services. Wir wollen heute reden über das Projekt der Einführung eines Social Intranets an der Staatsbibliothek. Passt, finde ich, natürlich hervorragend zum Thema Freiräume schaffen. Warum machen wir das an der Stabi? Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, wir sind da relativ spät mit dem Thema hier. Wenn man sich andere größere Bibliotheken vergleichbar mit uns anguckt, DNB oder SUB Göttingen, SLUB Dresden, die haben das alle schon längst gemacht, haben das alle schon längst hinter sich. Die triviale Antwort, warum jetzt, ist, naja, wir haben einen neuen Generaldirektor und der hat es vor 8 Jahren in Dresden eingeführt und hat es quasi bei uns in Auftrag gegeben. Aber das ist natürlich kein Selbstzweck, sondern dahinter steckt ja irgendwo eine Idee und irgendein Ziel, das man verfolgt. Und so ein gängiges Modell, was Sie vielleicht auch schon mal gesehen haben, ist nach Cotta das Modell über die Kraft der zwei Systeme. Und wir sehen ja auf der linken Seite quasi eine Hierarchie, wie wir sie im öffentlichen Dienst ja quasi per Definition ohnehin auch haben. Und das ist das, was Bibliotheken, glaube ich, seit Hunderten, wenn nicht seit Tausenden Jahren ziemlich gut drauf haben. Sprich, in einer hierarchischen Organisation Arbeit organisieren, Prozesse modellieren und Services anbieten. Das, was jetzt aber daneben steht, und das haben wir jetzt vor allem auch in dem Beitrag davor über New Work, glaube ich, schon auch so als Atmosphäre sehr gut mitgenommen, ist eben noch ein anderer Bereich, der viel dynamischer ist, der sich stärker an Prozessen, an Hierarchien und Strukturen orientiert, der themenbasiert ist und wo man vor allen Dingen eben in einer netzwerkartigen oder Matrixstruktur Probleme und Aufgaben löst und nicht unbedingt in den vorgegebenen Hierarchien. Das Ganze läuft dann auch immer so ein bisschen unter dem Stichwort duales Betriebssystem. Und Betriebssystem hat dann eben auch etwas mit Software zu tun. Das heißt also, wenn ich eigentlich in einer Welt links aufgestellt bin, was hilft mir eigentlich dabei, daneben eine Welt rechts, die eben etwas dynamischer ist, zu setzen? Sie soll nicht ersetzt werden, die Welt links, sondern es soll eben etwas, eine Ergänzung stattfinden. Und genau das versuchen wir eben mit Hilfe eines Social Intranets zu tun. Das heißt, Hierarchien werden abgebaut, wir bieten Werkzeuge an, die logischerweise eben dann im Wesentlichen digital sind. Es hat was mit Wissensmanagement zu tun. Viel Wissen ist in den Köpfen drin. Wie bekommen wir es da auch einfach mal raus? Dann können wir es explizit und durchsuchbar machen. Und das Ganze eben über eine zentrale Plattform und damit eben auch eine neue, offene Betriebskultur fördern. Wie haben wir das jetzt angegangen, das Thema? Dazu jetzt Felix. Genau, so. Also, was braucht es zur Umsetzung dessen, was Ralf da gerade so skizziert hat? Vor 10, 15 Jahren, denke ich, als meiner Wahrnehmung nach die Ersten damit angefangen haben, war das also in so eine Art Modus reinzugehen, wo ich mein Wissen auch irgendwo niederschreiben kann, ja, weil die gängige Lösung ein Wiki, häufig eben Confluence. Das Schöne, wenn man eben so ein bisschen late to the party ist, man kann das auch ein bisschen reflektieren und Dinge vielleicht anders machen. Und das haben wir auch getan. Also was wir nicht nutzen, ist an der Stelle eben, das sagt wahrscheinlich den meisten hier, was ist eben Confluence von Atlassian. Ein Grund ist ganz einfach, man kann das Ganze nicht mehr vor Ort betreiben. Ja, das Lizenzmodell wurde ein bisschen geändert. Das heißt, es hat irgendwie auch was mit der Hoheit über dieses eigene Wissen zu tun. Auch wenn es immer heißt, so es ist alles in der Cloud, alles ist super, alles ist toll. Damit, dass ich das nicht mehr vor Ort betreibe, habe ich auch die Betriebssicherheit nicht mehr in der Hand. Und wie man das hier eben sieht, ist das mitnichten so, dass in der Cloud irgendwie alles toll ist. Ich will das jetzt nicht vereinfachen, dass die Cloud nur other people's Computer sind, aber auch wir an der Staatsbibliothek haben eben das Glück, ein ziemlich leistungsfähiges Rechenzentrum zu haben, das sehr wohl in der Lage ist, Software auch selber zu betreiben. Geld spielt sicherlich irgendwo auch eine Rolle. Ich meine, das sind jetzt nicht Dimensionen, die einen völlig von den Socken hauen, aber wir denken immer gleich nicht nur die Staatsbibliothek, sondern auch den Stiftungskontext mit. Und da ist man dann auch schnell bei 140.000 Euro im Jahr für sowas. Und was aber auch ganz wichtig ist hier, denke ich, ein Wiki ist immer noch ein Ding, was natürlich sehr dokumentenzentriert ist. Ja? Es geht einfach immer noch darum, dass ich da irgendwie längliche Seiten habe. Es geht also meiner Wahrnehmung nach weniger um die Kommunikation, sondern eben einfach um die Dokumentation. Im Social Intranet ist aber so die Marschrichtung ein bisschen mehr, gerade wenn man eben über die Hierarchien hinweg und so weiter arbeiten will,
die Kommunikation und eben nicht nur die Dokumentation. Also Menschen und nicht Dokumente stehen hier im Vordergrund. Was nehmen wir also stattdessen? Es gibt die schöne Plattform Discourse. Von denen haben vielleicht eher ein paar weniger von Ihnen schon gehört. Discourse ist im Kern eine moderne Foren, also Diskussionsplattform. Man kennt den ganzen Mond. Hervorgegangen ist das, ich meine, ich bin aus der IT, daher kenne ich das, eine Plattform namens Stack Overflow. Ich finde, die ist eine beeindruckende Online-Plattform, die irgendwie zeigt, wie ganz dezentral und kommunikativ Wissen zusammengetragen werden kann. Stack Overflow eher im Bereich Programmierung, IT und Ähnliches. Aber es ist eben ein sehr gutes Tool für so ein kommunikationsbasiertes Wissensmanagement. Und es hat, würde ich auch sagen, Confluence gegenüber ist einfach eine Generation frischere Software, also ist ein bisschen abgeschliffener in der User Experience. Und wir sind auch in guter Gesellschaft. Ja? Also ganz viele Technologieunternehmen, ironischerweise auch Atlassian selbst, nutzen Discourse eben für ihr internes Wissensmanagement. Wichtig an der Stelle ist es eben wirklich reine Open-Source-Software. Ja? Man weiß, wie es funktioniert, man kann es selber betreiben. Und das ist an der Stelle irgendwie auch ganz wichtig. Ja? Das zahlt ein auf die ganze Frage nach digitaler Souveränität in der Gesellschaft und in Organisationen wie Bibliotheken. Ja? Und wir eben als Bibliothek, aber auch als nachgeordnete Bundesbehörde, denke ich, sind da ganz gut dran getan, irgendwie diese Marschrichtung der digitalen Souveränität auch einzuschlagen und dahinter herzugehen. Vielleicht jetzt noch dazu, weg vom Technischen, wie haben wir es gemacht? Drei Leute sind damit betraut worden, Ralf, ich und Christina Schmitz, die heute nicht da sein kann. Hallo. Und wir haben das uns so ausgedacht, Ralf hat das so schön Kontrollverlust by Design genannt. Ja? Also wie schaffen wir es eben, das so aufzustellen, dass es eben auch nicht einfach nur ein Top-Down ist. Ja? Wir geben jetzt irgendwie alles vor und so ist das dann. Aber trotzdem muss es ja irgendwie funktionieren. Also irgendwie ein bisschen, wie gesagt, so eine gewisse Koordinationsgruppe muss es geben. Wir haben dann erstmal aus vielen Bereichen, verschiedenen Bereichen der Bibliothek, aber noch eine relativ kleine Gruppe von Pilotanwenderinnen rekrutiert und die gebeten, sogenannte Eisbrecherthemen, also kleinere Use Cases, aufzuschreiben. Diese Pilotanwenderinnen durften dann wiederum drei weitere Leute einladen. Ja? Und da war die Kontrolle dann von uns schon weiter weg. Also wie sich dieser Kreis zusammensetzt, war dann nicht mehr irgendwie nur in unserer Kontrolle. Mit diesen Alpha-Testern wurden dann diese Eisbrecher-Themen bearbeitet. Das hat jetzt nicht so, will ich gar nicht sagen, so wunderbar geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, dass sie dann dahin sind und genau diese Themen bearbeitet haben. Aber wir hatten auf einmal Leute, die motiviert waren in dem System drin, bevor wir dann eben, und da sind wir jetzt am Ende, in eine Beta-Test-Phase eingestiegen sind, wo dann wirklich alle Interessierten innerhalb der Staatsbibliothek eingeladen waren. Vielleicht ganz kurz ein bisschen dazu, was diese Eisbrecher-Themen, diese Use Cases sein konnten. Zum einen irgendwie, sage ich mal, was eher Klassischeres, auch wieder dokumentbasiertes Protokollwesen der abteilungsleitenden Sitzung. Gab es einen bestimmten Workflow, wie da Themen angelegt werden, wie sie erst geschlossen in einem Kreis diskutiert werden, hinterher für die weitere Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Es finden aber auch eben ganz einfach Debatten statt, ja. Unser Privileg im höheren Dienst ist unter anderem das Hausrecht wahrzunehmen. Und da gab es Gesprächsbedarf. Und diesen Gesprächsbedarf hat das Forum, wie es bei uns auch heißt, wir sind tatsächlich eher weg vom Begriff Social Intranet, zum SBB-Forum gegangen, passt irgendwie auch ganz gut zur Institution, bisschen, sage ich mal, zu wirklich eher banaleren Themen. Ja, und unseren Betriebsausflug zu organisieren und zu dokumentieren. Ja, also so breit aufgestellt waren eben die Dinge und Ideen, wofür man dieses Tool nutzen konnte. Es gibt da natürlich auch so gewisse Dinge, wie gesagt, Social Intranet, ne, impliziert auch immer was. Alles, was man tut, jede soziale Interaktion dahinter lässt Spuren und da ist es immer so ein gewisser Spagat zwischen Personalisierung und Anonymisierung. Ja? Also wir haben in dem System auch ein bisschen rumgerührt, um gewisse Dinge weniger sichtbar zu machen und das auch in enger Zusammenarbeit mit dem Personalrat,
weil das, was vielleicht in den großen sozialen Plattformen im Internet gilt, dass man irgendwie transparent wird und so weiter und dass es Fragen der Privatsphäre gibt, gilt natürlich auch im Innern. Zum Glück bietet Discourse da relativ weite Anpassungsmöglichkeiten von CSS, wo man einfach gewisse Dinge verstecken kann, bis zu 1001 weiteren Einstellungen. Und ein bisschen ist es ja auch so, jetzt kommt ein neues Tool, steht ein neues Tool im Raum und manche Leute schlagen auch die Hände über dem Kopf zusammen und deshalb mussten wir uns auch mit der Abgrenzung zu anderen Werkzeugen auseinandersetzen. Ja, in der Tat ein dickes Brett, weil wir sind spät, 2021, 2022, wir haben nicht auf der grünen Wiese gestartet, sondern es gab schon einiges an Intranet-Diensten. Hier mal, das habe ich euch so vor 4 Jahren gemalt, die Landkarte der verschiedenen Werkzeuge und Tools, die wir in unserem Stabi-Intranet zu dem Zeitpunkt eigentlich up and running hatten. Und ohne jetzt irgendwie ins Detail reingehen zu wollen, sieht man, das ist schon ganz schön viel. Ja? Das ist dann teilweise halt sehr hoch spezialisiert und für die Leute, die also jetzt eben ein sehr spezialisiertes Werkzeug suchen. Die werden damit auch sehr glücklich gemacht. Aber ich vergleiche das ganz gerne mit so einer Werkzeugwand, die also über vollgestopft ist mit Spezialwerkzeugen. Und ich muss natürlich aber auch wissen, wo denn jetzt genau die Klemmzange für welchen Anwendungsfall eigentlich ist. Expertinnen und Experten kommen damit wunderbar klar. Aber wir müssen eben auch irgendwie in der Linie funktionieren mit so einem Werkzeug. Und das ist dann schwieriger. Wie aber so häufig im Leben, das Gegenteil ist dann auch wieder nicht richtig. Ich zitiere immer gerne Watzlawick. Wenn ich nur einen Hammer in der Hand halte, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Das kennen Sie vielleicht. Ja? Also sprich, ich bin irgendwie großer Wiki-Fan, dann versuche ich eben jedes Problem im Intranet oder im Social-Intranet mit Wiki-Funktionalität zu erschlagen. Und so kann man das eben für die verschiedenen Werkzeuge durchdeklinieren. Das heißt also, das ist dann vielleicht auch zu kurz gesprungen, weil eine gewisse Breite an Funktionalitäten dann eben auch hilft, unterschiedliche Aufgaben vernünftig zu bearbeiten. Und was wir hier machen, ist gewissermaßen jetzt einfach mal einen Schritt zur Seite, weil oder wir haben das Glück, dass diese Software, die wir eben ausgesucht haben, Discourse, eben nicht nur eine Forensoftware ist, sondern sie kann eben auch ein Wiki sein. Und sie kann auch ein Dokumentmanagementsystem sein. Und sie kann auch mit Events und Terminen umgehen. Und ich kann damit auch Umfragen machen. Nicht so perfekt wie mit einem dezidierten System. Ich habe das mal versucht, hier so ein bisschen mit so einer Amazon-Sterne-Matrix abzubilden. Aber vielleicht doch hinreichend gut for the rest of us. Und von daher ist also das Bild, was ich immer eher jetzt versuche, in die Köpfe reinzubekommen, so wir sind weder auf der großen Wand mit 30.000 an verschiedenen Werkzeugen, aber wir sind eben auch nicht bei dem einen Hammer, sondern wir haben so ein cleveres, kleines, charmantes Schweizer Offiziersmesser, wo schon viele Features dran sind, aber es ist eben dann doch so in ein und demselben Gerät. Und man wird dann immer zu Punkten kommen, beispielsweise kommen wir gleich zu Lime-Survey-Umfragen, die wirklich irgendwie auch datenschutzkonform sind. Die kriegen wir jetzt mit dieser Software nicht hin. Dafür haben wir dann nochmal ein kleines, überschaubares Set an spezialisierten Werkzeugen. Sie sehen aber, die sind zumindest dann schon mal alle, sehen noch gleich aus und bedienen sich vielleicht ähnlich. Und in dieser Kombination, glaube ich, da liegt letztendlich der Erfolg zu suchen. Was wir auch machen, ist, dass wir versuchen, es sind ja dann immer noch mehrere Werkzeuge, Entscheidungshilfen jetzt zu definieren. Das heißt also so Decision Trees, ich möchte ein Projektmanagement machen, welche Kombination von Werkzeugen macht hier Sinn? Ich möchte Dokumente gemeinsam kollaborativ zeitgleich erstellen, was soll ich dafür nutzen? Wie komme ich zu Entscheidungsprozessen und so weiter? Das versuchen wir gerade ein bisschen durchzudokumentieren. Nun sind wir schon, ich glaube, mittlerweile fast 9 Monate online und die Frage ist, wie kommt das Ganze denn jetzt so an? Ganz genau. Und was man da zum einen machen kann, ist natürlich ins System selber reinschauen, was tatsächlich einfach auch der Natur dieser Software, die eben nochmal in ganz anderen Dimensionen im Netz eingesetzt wird, für viel größere Communities da ist. Wir haben tatsächlich einfach keine Ausfallzeiten und das Ganze ist hochperformant. Ja, das ist, also da haben wir keine Probleme. Wir haben bis heute ungefähr 2/3 unserer KollegInnen, die sich im System angemeldet haben. Davon sind ungefähr 110 täglich im System. Das sind aber nicht die 110 gleichen jetzt. Ne? Das ist einfach sozusagen einfach die tägliche Nutzung des Systems. Insgesamt einfach mal so ein paar harte Zahlen. 650.000 Seitenansichten. Davon, das muss man sagen, den größten Teil kann man eben auch ohne eine Anmeldung
sich anschauen, natürlich nur aus unserem Netzwerk heraus. Sie stehen nicht frei in der Öffentlichkeit damit. Trotzdem ist mittlerweile so der Anteil der nicht angemeldeten Personen rückläufig. Wir haben knapp 1000 Themen, die angelegt wurden. Also Themen ist sozusagen das, was Übergeordnetes, woraus sich dann Diskussionsstrang ergibt, haben gut 3000 Beiträge. Und das ist ungefähr von 50% der angemeldeten Personen aktiv, ist die Teilnahme aktiv. Man kann außer ins System reingucken, die Leute aber natürlich auch fragen. Dafür haben wir, wie gesagt, ein spezialisiertes Tool, Lime Survey, was einfach solche Umfragen auf datenschutzrechtlicher Basis und vernünftig anonym ermöglicht. Das setzen wir im Inneren und im Äußeren ein. Und da haben wir eben einfach mal nachgefragt. Da will ich jetzt gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, sondern vielleicht kurz einfach so einen Eindruck geben, was an Freitextrückmeldung auch noch kam. Bei Debatten findet meine Meinung Gehör. Das ist ja eigentlich genau das, wo wir an der Stelle hinwollen. Es ist ganz nützlich, aber es muss unbedingt übersichtlicher werden. Ja? Ein Raum, wo viele Leute reinschreiben, neigt vielleicht manchmal auch dazu, ein bisschen aus dem Ruder zu laufen. Das Forum kann nur erfolgreich sein, wenn andere Kanäle wirklich ersetzt werden. Ja? Bislang ist es so, dass wir was eingeführt haben. Wir sind aber beim Konzipieren und Umsetzen natürlich auch was zu ersetzen oder wirklich wegzunehmen, rauszunehmen aus diesem Werkzeugkasten. Die Schulungen, die wir dazu anbieten, sind wichtig und notwendig, damit noch mehr Mitarbeiterinnen Gebrauch machen von dem Forum. Ja, also es ist auch, sage ich mal, wenn es für uns aus der IT selber immer, wie ich vorhin gesagt habe, ein sehr abgeschliffenes Tool ist. Und so ist das selbstverständlich nicht für jeden so. Ne? Also wirklich aktiv auf die Leute zugehen, das Wissen zu vermitteln, wie nutze ich das, ist ganz wichtig. Aber dieses Mehr an Information, Transparenz, Partizipation auf den unterschiedlichen Hierarchieebenen ist gut. Es gibt aber natürlich auch solche Stimmen. Ne? Das Forum ist ein unglaublicher Zeitfresser, ich will doch einfach nur meine Arbeit machen. Auch damit muss man umgehen. Ganz interessant ist jetzt auch so, als wir am Anfang in unserer Dreiergruppe losgezogen sind, gibt man so einem Forum auch so eine Grundstruktur an Kategorien und an was hatten wir uns orientiert? An unserem Organigramm. Wir hatten also unsere Abteilungsstruktur schön abgebildet. Es kamen aber dann immer mehr Querschnittsthemen dazu, die wir hier rechter Hand sehen. Und das sind tatsächlich die mit deutlich mehr Aktivität, sodass letztendlich das Forum tatsächlich ganz gut diesen Zweck zu erfüllen scheint, eher auf der rechten Seite diese Kommunikation, also das neue Netzwerkartige zu bespielen. Jetzt noch kurz dazu, wie es weitergeht. Genau, wie geht es weiter? Betriebskonzept, wie hält man sowas am Laufen? Es ist immer eine Sache, mit einem dynamischen, engagierten Team sowas ans Fliegen zu bekommen und das in der Luft bleiben ist dann aber, das wissen wir alle, das Anstrengende, wenn es dann ins Tagesgeschäft übergeht. Und hier haben wir bei uns in der IT-Abteilung oder bei mir in EDM3 mittlerweile so ein Standard-Design-Pattern, würde ich fast sagen, mit dem wir relativ gut fahren. Und zwar indem wir sagen, unten drunter haben wir die wirklich harte IT, die kümmern sich irgendwie um den Server und um die Netze und das Backup und haben aber mit der ganzen Fachsicht überhaupt nichts zu tun. Und oben drüber gibt es die Fachseite, das sind die ganzen Kolleginnen und Kollegen. Ja, die Verantwortung liegt dort, wo auch die Inhalte entstehen in so einem Social Intranet. Und es gibt eine vergleichsweise schmale Schicht in der Mitte, das ist das, was wir quasi jetzt repräsentieren. Ich habe jetzt hier mal so als Schlagwort Systembibliothekarin. Das sind in der Tat ganz großenteils keine Informatikerinnen, sondern das sind einfach Leute, die halt in der Lage sind, mit Web-Frontends und Backends umzugehen und vor allen Dingen aber eben in solchen Strukturen zu denken. Das heißt also, wir können dann und müssen auch überhaupt nicht programmieren, aber eine Ahnung von CSS wäre dann zum Beispiel schon mal ganz hilfreich, um zu gucken, so was könnte ich vielleicht noch irgendwie umgestalten. Und von dieser relativ schmalen Ebene grün in der Mitte werden eben Schulungen nach oben angeboten auf der Basis von Dokumentation. Wir dokumentieren in der Tat auch relativ viel in dem System. Wie funktioniert das? Was sind Funktionalitäten? Und versuchen das auch eben in einem werbenden Tonfall zu machen und die Nützlichkeit und Sinnhaftigkeit des Ganzen immer in den Vordergrund zu stellen. Und nach unten in Richtung IT gibt es einfach ein olles Ticketsystem, ja, wenn also irgendwo Probleme auftreten, was im Moment noch nicht der Fall ist, weil es halt einfach super abgehangene, top-robuste Software ist. Wo wir uns raushalten, das ist dieser grau
Bereich, selber Extensions zu entwickeln. Prinzipiell könnten wir das natürlich. Wir haben eine Entwicklungsabteilung oder wir sind eine Entwicklungsabteilung. Wir haben im Moment aber den Ehrgeiz, das System plus der öffentlich verfügbaren Plugins wirklich von der Stange zu nehmen und zu betreiben. Eventuell werden wir davon abweichen, komme ich gleich auf der letzten Folie dazu. Wir sind jetzt gerade dabei, die Dienstvereinbarung mit dem ÖPR abzuschließen. Da sind wir jetzt, glaube ich, wirklich so auf den allerletzten Metern angelangt. Das ist natürlich wichtig, weil das muss man sich bewusst sein, die Einführung eines Social Intranets ist ein Eingriff in unser aller Arbeitsalltag, wie es ihn nicht so alle Jahre gibt. Und da lohnt es sich schon, das Ganze wirklich von Tag Null an entsprechend auch auf dieser Ebene mitzudiskutieren und zu begleiten. Und das führt dazu, das muss man sagen, wir haben einiges an Features abgeschaltet, wo wir jetzt gesagt hätten, das motiviert doch die Leute, wo es aber eben auch aufgrund sicherlich von Erfahrungen im Haus in anderen Abteilungen, die da einfach ganz anders ticken, gesagt wurde, naja, wir lassen es jetzt erstmal aus und dann können wir in einem Jahr, wenn sich alle daran gewöhnt haben, kann man es immer noch wieder einschalten. Das heißt, was wir jetzt also im Moment machen, ist das Ganze jetzt in Regelbetrieb reinbringen. Schulung und Dokumentation, ganz wichtig dabei. Das Thema Übersicht beackern wir gerade. Das hat man gerade eben auch im Feedback gesehen. Irgendwann, wenn dann pro Tag irgendwie Dutzende bis Hunderte neue Beiträge reingehen, ist halt wirklich die Frage so, wie soll ich das alles noch wahrnehmen? Ich kann nicht mehr alles lesen. Ja, und dann spielt eben Informationssteuerung und Relevanzsteuerung eine wichtige Rolle. Und da probieren wir jetzt gerade Konzepte aus, wie so, es gibt einen offiziellen Kanal, von dem wird quasi eben vorausgesetzt, dass er gelesen und zur Kenntnis genommen wird. Das sind eben Rundschreiben und ähnliches. Und alles andere ist dann halt optional und ich kann Dinge auch abwählen und sagen, nein, das interessiert mich überhaupt gar nicht, was ich hier gerade vorgelegt bekomme. Wir haben eine Forenredaktion gegründet, die sich um genau so etwas kümmert, weil es ist wirklich meine Überzeugung, solche redaktionellen Entscheidungen und interessengesteuerten Entscheidungen, die sollten nicht Informatikerinnen wie wir entscheiden, sondern Leute, die wirklich im Haus noch ganz anders verwurzelt sind. Ich kann Dinge abschalten und stumm schalten, hatte ich gerade eben schon gesagt. Ein dickes Brett, vor dem mir immer noch ein bisschen bange ist, aber wir müssen es bohren, ist eben Migration und Ablösung von bereits bestehenden Inhalten. Das sind eben dann doch auch mal ein paar hundert bis paar tausend Seiten, die schon irgendwo sind. Ja, und da gibt es immer eine technische Komponente und dann aber auch irgendwie eine soziale und eine organisatorische Komponente. Wäre aber einen eigenen Vortrag wert, vielleicht nächstes Jahr, wie wir es dann gelöst haben, hoffentlich. Wir sind ja Teil der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und dort haben wir vom CIO auch schon den klaren Auftrag, das Ganze so Perspektive Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres stiftungsweit aufzurollen. Das heißt also, dann spielt Mandantenfähigkeit nochmal eine Rolle, wenn die ganzen Museen noch mit reinkommen und sowohl abgekapselt voneinander agieren können, als aber auch eine gemeinsame Stiftungsebene ist. Das wird, glaube ich, nochmal ein richtig spannender Prozess. Und ich hatte es eben schon angedeutet, vermutlich werden wir auch dann doch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil jetzt mal pauschal gesagt, wir haben schon jetzt im ersten Jahr 140.000 Euro gespart, indem wir nicht Confluence gekauft haben. Davon kann man ja einen ganz kleinen Bruchteil vielleicht mal nehmen, eine Dienstleisterfirma geben und uns beispielsweise mal ein DSGVO und BETV-Plugin entwickeln lassen. Derzeit haben wir eben vieles händisch abgeschaltet und das hat immer so ein bisschen das strategische Problem, wenn das nächste Software-Update kommt, muss ich gucken, ob die Modifikationen, die ich vorgenommen habe, ob die auch noch wirklich funktionieren. Da wäre mir wesentlich wohler, wenn man das auf einen wirklich auch technologisch etwas robusteren Weg machen könnte. Und vielleicht werden wir dann in der Richtung nochmal ein paar Aufträge vergeben, was dann, glaube ich, auch die Nachnutzung an anderen Häusern deutlich vereinfachen würde. Öffnung nach außen. Im Moment ist es halt wirklich ein sehr geschlossenes System. Sobald wir auf Stiftungsebene unterwegs sind, wird auch die Anforderung kommen, wir wollen damit auch Forschungsprojekt XY unterstützen. Und da muss ich eben externe Accounts reinholen. Immer schwierig bei der aktuellen Sicherheitslage. Und damit schließe ich dann auch, die Erfahrungen, die wir jetzt so in den letzten Monaten gemacht haben, lassen mich glauben, dass wir hier insgesamt wirklich dabei sind, sowas wie ein Gesamtprodukt zu definieren, was draußen in anderen Häusern vielleicht interessant sein könnte. Entweder um eben Geld zu sparen oder weil man eben wirklich sagt, unsere Intranet-Daten gehören eben nicht auf einen australischen Cloud-Server, sondern wir wollen ja eigene Datensouveränität haben. Von daher ist also auch mein Ziel, das ganze Gesamtkonzept dann zu publizieren. Vielleicht kommen wir auch so weit, dass wir einen dezidierten Docker-Container mal anbieten, in dem wir schon so eine Core-Vorkonfiguration machen, weil ja, wir haben schon wirklich jetzt sehr, sehr viel umgedacht innerhalb des Systems, was eigentlich eine Internetforensoftware ist und wir es jetzt doch in vielen Bereichen uminterpretiert haben. Das Ganze sauber zu dokumentieren und dann wirklich nachnutzbar für andere zu machen, wäre nochmal ein interessanter Ansatz, ist aber mit Sicherheit nicht vor nächstem Jahr mitzurechnen, weil dieses Jahr müssen wir es erstmal selber in den Regelbetrieb bekommen. Soweit
unser Ausblick. Vielen Dank.